Herzlich willkommen, Herr Schäfer, in unserem neuen Studio hier an der VHS in Straubing, wo heute Nachmittag noch fleißig gearbeitet wurde. Haben Sie jetzt die Ehre, heute Abend den Raum mit einem ersten Interview einzuweihen? Es freut uns sehr, Herr Schäfer, dass Sie sich erfreulicherweise bereit erklärt haben, uns die Zeit des erneuten Lockdowns mit einer Vortragsreihe über die Kulturlandschaft Bayerischer Wald ein wenig zu versüßen. Es ist ja so, dass in Straubing sind Sie ja recht bekannt. Allerdings wollen wir mit dieser Vortragsreihe ja auch ein überregionales Publikum ansprechen. Und aus diesem Grund würde ich Sie bitten, uns vielleicht ein paar Informationen zu Ihrer Person zu geben. Ja, Frau Pellkofer, auch ich freue mich sehr, in diesem neuen Studio sein zu dürfen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich sozusagen hier in der VHS Ähnliches mache. Ja, was sage ich zu meiner Person? Ein älterer Herr mit 72 Jahren, geborener Straubinger, aber ein bisschen in der Welt unterwegs gewesen, Thailand, Ägypten. Die letzten 8 Jahre meiner beruflichen Tätigkeit war ich Leiter des Anton-Bruckner-Gymnasiums in Straubing. Studiert hatte ich übrigens Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, also soft die Fächer, wie man heute sagt. Bin sonst ja einigermaßen auch noch unterwegs in Straubing und habe auch eine besondere Beziehung, wellenmäßig möchte ich sagen, zum Bayerischen Wald im Laufe meines Lebens aufgebaut. Ja, wunderbar. Sie sprechen von der Beziehung zum Bayerischen Wald. Er ist ja weithin als beliebte Urlaubs- und Skiregion bekannt, der Bayerische Wald. Doch das Gebiet hat neben hervorragenden Wanderwegen und unberührter Natur auch kulturell einiges zu bieten. Könnten Sie uns da vielleicht einen kurzen Ausblick auf Ihre Vorträge präsentieren, Herr Schäfer? Ja, sehr gerne. Vielleicht auch, was ist der Hintergrund sozusagen dieser drei jetzt etwas spontan entstandenen Vorträge? Das ist zum einen die Tatsache, dass ich seit, ich weiß es nicht so genau, 62 Jahren, glaube ich, Mitglied des Bayerischen Waldvereins bin, auch der Sektionsvorsitzende in Straubing und mich ja im Laufe der letzten 20 Jahre immer wieder auch mit dem Bayerischen Wald, mit der Kulturgeschichte des Bayerischen Waldes in Aufsätzchen für die Zeitschrift der Bayerwald des Waldvereins geübt habe und, wenn ich das anführen darf, mal so einen kleinen kunstgeschichtlichen Querschnitt für den Waldverein gemacht habe vor nun schon etlichen Jahren und vor ein paar Jahren ist ein unbekannter bayerischer Wald dabei auch noch herausgekommen. Das heißt, ich bin kreuz und quer durch den Wald gefahren. Unter dem Gesichtspunkt nun nicht das große Wandergebiet, das ja auch touristisch so dargestellt ist, sicherlich zu Recht, um Gottes Willen, sondern Kulturlandschaft. Das heißt Kunst, das heißt Siedlungsgeschichte, das heißt aber auch durchaus die gastronomische Kultur, die ja auch dazu gehört. Also das eine oder andere Wirtshaus soll schon auch eine Rolle spielen. Ich werde in diesen drei Vortragsabenden sozusagen einer Route folgen, die beginnt im vorderen Bayerischen Wald, bei Falkenstein, entlang des Regens und dann ist sozusagen die Ostmarkstraße die Mittelachse, ja, von der aus es dann links und rechts weggeht und am Schluss nach einer Runde auch entlang nun des Grenzgebietes der Ilz kehren wir zurück an die Donau zum Bogenberg. Aber im Gegensatz zum Beispiel zu vielen Reiseführern, wird hier Straubing, Regensburg, Passau, Deggendorf keine Rolle spielen. Es geht also um den Wald und um Kultur, Geschichte, Kunstgeschichte des Bayerischen Waldes. Dankeschön. Ja, diese Vortragsreihe, die fügt sich ja wunderbar ein in die Veranstaltungsreihe Abenteuer Heimat des Bezirks Niederbayern, an der sich zahlreiche niederbayerische Volkshochschulen beteiligen, um eben gerade das unbekannte Niederbayern auch den Leuten näher zu bringen. In diesem Rahmen werden wir die Vorträge auch entsprechend veröffentlichen.
Herr Schäfer, ich darf mich an dieser Stelle vorab schon mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich freue mich wahnsinnig auf drei hochinteressante Vortragsabende mit Ihnen.